get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's life. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich wollte heute wieder einen Daily Vlog machen und die erste Info ist für euch. Die Campus-Tüten sind angekommen und wir haben schon ein Unboxing gedreht, ein Uncut-Unboxing. Und wir haben das Ganze natürlich noch verkostet und alles probiert und ich habe das schon bearbeitet und hochgeladen. Das heißt, jetzt können wir uns auf den Weg machen nach Marzahn. Genau. Die rosa Seele Berlins auf jeden Fall. Mhm. Wir haben ja nach Computerfragen gefragt für den Ozog. Ich habe das im letzten Vlog schon erzählt oder im vorletzten. Ozog ist ja IT-Berater. Einfach mal so gesagt, ja. Genau, er macht so Computerzeugs und so. Das ist ja sein Job, dass Leute bei ihm anrufen und hey, ich kann den Drucker nicht ansteuern. Hey, meine Ordner sind verschwunden. Hey, was sind noch die dümmsten Fragen bei dir auf Arbeit? Mein Monitor geht nicht. Mein haben Monitor geht nicht. Also, er arbeitet ja in einem mittelständischen Unternehmen und betreut sozusagen die Leute, die mit ihren PCs arbeiten. Können wir sagen, was die arbeiten, die Leute? Die Mitarbeiter sind, das hatte ich schon mal erwähnt gehabt, ich kann es nochmal sagen. Also, ich betreue Mitarbeiter von verschiedenen kleineren Unternehmen, das heißt Altenpflegeheime, Schulen, Kitas. Und genau. Die Kita-Mitarbeiterin, die am PC arbeiten möchte, die aber eigentlich ja ihre Kernaufgabe ist, sich um die kleinen Kinder zu kümmern, die hat die ja weiß keine Ahnung vom nicht, PCs. Wie der PC funktioniert. Genau. Und wenn dann irgendein Problem ist, ruft die bei mir an. Und ich kümmere mich darum. Genau. Kurzfassung. Und wir rufen auch immer unseren ITler an, wenn irgendein Drucker nicht geht und so. Und der ist massiv unmöglich bei uns auf Arbeit. Das ist immer sehr, sehr lustig. Das ist so ein richtiger Choleriker. Der hasst es wirklich, wenn jemand anruft. Und sein ganzer Tag ist dann versaut. Er wollte eigentlich nur chillen, aber der muss er arbeiten. Ja, genau. Und dann hält er uns alle immer so für richtig, richtig dumm. Nachvollziehbar. Und er rastet auch immer aus, ne? Und Ozog ist aber der nette ITler, während wir den unhöflichen ITler haben auf Arbeit. Ich weiß nicht, wenn ihr arbeitet und PC-Probleme habt, dann ruft ihr oder eure Chefs selber halt auch irgendeinen Menschen an, der euch dann hilft. Und genau. In dem Fall ist es Ozog. Ich wollte sagen... Der Chef ruft mich an. Ja, na, bei manchen Mitarbeitern muss ich selber anrufen und das Problem ist, und bei manchen Chefs machen die das halt lieber selber. Ja, genau. Ja. Weil manche Chefs sagen so, ich habe keinen Bock mit dem Choleriker zu reden, mach das mal selber, ist ja dein Problem. Ich habe auch, es gibt auch Leute aus verschiedenen Firmen, da weiß ich, wenn die anrufen und mein Kollege geht ran, dann legen die wieder auf und rufen nochmal an, wenn ich, damit ich rangehe. Also, ja. Gibt solche Fälle, habe ich gehört. Gibt immer ich solche. Frag für einen Freund. Und solche. Jedenfalls Statist noch mit dem. Genau. Ozog hat wirklich Ahnung und wir haben gedacht, weil er so klug ist, können wir das Wissen ja auch auf YouTube verbreiten. Und ich finde es eigentlich eine ziemlich coole Idee. Das heißt, euch ist geholfen, gratis. Ozog, wir machen ein Video dazu. Hat ein bisschen Arbeit und ein bisschen Stress, euch zu helfen. Ne? Aber er macht natürlich ein Video dazu und stellt es dann online. Dass dann Leute können mit dem sich gleichen Leute Problem, selber weiterhelfen. Das ist das Schöne daran. Genau, Hilfe zur Selbsthilfe ist immer das Stichwort dazu. Ja. Und das ist sehr, sehr cool. Ihr ne? müsst wirklich beachten, es gibt in Berlin und auch bundesweit Firmen, die bieten das an, was ich jetzt auf YouTube hochlade. Und ja, die genau, nehmen aber pro Arbeitsstunde 120 Euro. Pro angefangene Arbeitsstunde werden 120 Euro berechnet und dann rechnen die das natürlich nach tatsächlichen Aufwand ab. Und ich kann euch sagen, in der freien Wirtschaft ist das ein sehr lukratives Geschäft. Wenn da ruft jemand an und der sagt, sein Monitor geht nicht und er kann sein PC nicht richtig starten und dann fährt da einer hin und steckt nur einen Stromstecker rein und spielt noch ein Update ein und wartet, bis der Balken durchgelaufen ist, dann berechnet der auch euch diesen Balken. Jetzt musst du mal laufen. Also genau, wir fahren jetzt nach Marzahn, denn wir haben genau, eine Zuschauerfrage bekommen. Genau, es hat sich jemand gemeldet. Berlin. Und das Problem an sich, kannst du ruhig gehen, also, das ist dann natürlich auf Ozog seinem Kanal drauf. Aber Ozog hat gesagt, er möchte dann nicht alleine hinfahren, sondern er nimmt mich mit. Und das ist jetzt deswegen, warum ich einen Baby-Blog drehe, weil... Ja, ist ja jetzt auch schon nachgedacht. Die Sache ist einfach, wir verwursten alles. Das ist unser Credo. Wenn wir heute irgendwas machen, nehmen wir die Kamera mit und zeigen das, weil wir halt Daily Vlogs machen. Und, damit Ozog nicht alleine zu der Dame hinfahren muss und ein bisschen, ich bin jetzt nicht die seelische Verstärkung, aber wir machen alles zusammen. Was ja. soll ich sagen? Genau, wir haben gesagt, wir wollen das filmen und ich finde, das ist auch eine ganz gute Sache. Genau. Und dann können wir halt euch auch zeigen, dass es halt hier kein Storytelling und irgendwie Geschichten erzählen, sondern wir machen das auch wirklich. Ja?
Genau. Wir haben aber vorher gefragt, weil sie wohnte in Berlin, wie gesagt, Marzahn. Möchtest du zu uns kommen? Möchtest du uns den PC, Laptop per Brief? Paket per Zustimmung. Sie hat gesagt, nee, wir sollen zu ihr fahren, aber sie möchte nicht gefilmt werden, weil sie möchte nicht im Internet sein. Und das respektieren wir natürlich. Aber ich habe gesagt, ich würde gerne den Laptop filmen und ich würde halt gerne auch filmen, wenn ich da was ausbaue und dann ihr helfe. Genau. Wir müssen nämlich die Daten heute sichern und dafür haben wir eine externe Festplatte bei. Also eine Festplattengehäuse. Gehäuse, externes. Damit wir das anschließen können, dass sie ihre Daten retten kann. Und ja, das war's dann auch schon. So. Wir sind angekommen in Marzahn. Man erkennt es auch, glaube ich. Ja. Platte. Besonders hohe Platte. Ja, aber wir wollen mal nicht meckern, weil da, wo wir in Pankow wohnen, gibt es zwar keine so eine hohe Platte, aber im Buch zum Beispiel, was ja auch zu Pankow gehört, ja, Pankow ist ja der zweitgrößte Bezirk von Berlin, da sieht es auch nicht besser aus. Ja, ja, also. Ich finde auch Plattenbau nicht schlimm. Ich meine, so Plattenbau ist ja komprimiertes Wohnen, ist ja gut gemacht eigentlich. Nee. Also ich kann es ja jetzt mal droppen, das hätte eigentlich ins unangenehme Video gepasst. Ach so. Aber als wir ganz klein waren, haben wir in HSH gewohnt, also in Wohnschönhausen. Und in der 6. Etage. Und ich hatte so ein Kindheitstrauma. Also erstens habe ich in den Fahrstuhl gepullert, weil es zu lange gedauert hat. Da war ich aber wirklich noch so ein ganz kleiner Stift. Und zweijähriges Kind. Ja, vielleicht war ich auch schon 3 oder 4, kann auch sein. Es hat einfach zu lange gedauert. Und meine Mutter hat es dann sauber gemacht und hat sich übelst aufgeregt, wo ich denke, so keiner weiß, dass ich das gewesen war. Hätte es einfach liegen lassen können. Unangenehm. Nee, hat es aber sauber gemacht. Es gab aber nur einen Fahrstuhl natürlich. Und die anderen haben sich dann beschwert, dass der Fahrstuhl so lange nicht fuhr. Und jedenfalls, ja, man hört auch alles irgendwie im Hochhaus. Kann natürlich an unserem Hochhaus gelegen haben, aber man hat die Nachbarn schon sehr gehört. Ja. Wir sind jetzt da, wir haben alles dabei, hier unser Gäste ausgerüstet. Ja, wir gucken jetzt mal und genau. Dann wir gucken jetzt mal, ob wir nur ein paar hier Aufnahmen. Hier müssen wir irgendwo, also da hinten. Genau. Wir gucken jetzt mal, ob wir nur ein paar Aufnahmen vom Laptop machen oder ob wir sein Video vor Ort aufnehmen können, weil wir möchten natürlich nicht so viel von der Wohnung zeigen. Und ja, ich mache die Kamera jetzt aus, wir müssen noch ein paar Minuten laufen und dann ja, sehen wir uns später wieder auf jeden Fall. Nämlich oben liegt. Guck mal, wir waren in der 17. Etage. Es ist massiv nebelig. Genau. Ja, auf der Kamera kommt es nicht rüber. Oben ist Nebel, Leute. Massiv. Hier unten nicht. Ich glaube, man kann es vielleicht an den Häusern schon erkennen, dass es ein bisschen nebelig ist. So, also wir haben ihr super duper fix geholfen. Ja. Also verwurstet das alles in einem Video. Es ist fantastisch. Genau. Daten retten dann von einem defekten Laptop heißt das Ganze dann. Genau. Ja. Ja, Punkt. Ozok hat es fantastisch gemacht und super, super duper fix. Wir haben ja richtig gut geholfen. Jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg nach Hause. Und wir müssen ja noch zur Post. Das darf man nicht vergessen. Ja, und die Botschaft des Tages ist, falls du auch ein Problem mit deinem Rechner hast, egal was es ist, ja, Ozok freut sich. Ihr könnt gerne das unten in die Kommentare schreiben. Bin oder aufdringlich. Oder per Instagram-Nachricht. Ozok versucht euch kostenlos zu helfen, vielleicht kann man das ja noch retten. Ne? Ja. Kommt immer aufs Problem drauf an, aber man kann es ja mal versuchen. So, das ist die Botschaft des Tages. Ozok hätte gerne Arbeit. Naja, nee. Also, liebe Daniela, du sagst ja, du guckst auch unsere Videos. Ja? Also, ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Ja, kannst ja mit dem Daumen nach oben zeigen. So, ja, und wir haben noch einen wichtigen Brief einzuwerfen, den wir heute abschicken. Und eBay Kleinanzeigen noch. Und eBay Kleinanzeigen. Wir haben ja unsere Küche aufgeräumt. Und ich habe ja gesagt, wir verschenken die Gläser. Und Ozok hat so einen kleinen Eigenkopf. Ich hätte es verschenkt, weil ja, das einfach Müll ist in meinen Augen. Beziehungsweise es sind zerkratzte Gläser. Die sind uralt. Gläser. Die kosten 50 Cent das Stück. Ja, aber der bezahlt 2 Euro für 7 Gläser. Er spart 25 Cent pro Glas. Ja, aber die Gläser sind dafür auch zerkratzt. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, das ist egal. 2 Gläser sind so zerkratzt, dass sie so richtig, also schon blind sind, die Milch? Gläser. Sind so Milchgläser jetzt geworden. So zerkratzt sind die. Und mal schauen, ob derjenige gleich 17 Uhr kommt und ja, uns 2 Euro dafür gibt. Ja. Ansonsten sind wir da wieder auch mal was los geworden. Das ist sehr, sehr gut. Ich muss meine Anzeigen bei eBay Kleinanzeigen ehrlich gesagt auch noch mal aktualisieren. Ich muss meine Jacke ausziehen, mir ist so warm.
Ey, mir ist vorhin auch so richtig schlecht geworden beim Autofahren. Ne? Es waren sehr viele Kurven bis hierhin. Und dann wird mir manchmal schlecht, weil Ossock die Heizung anhat. So. Aber ich habe jetzt noch das dringende Bedürfnis, wir müssen noch tanken. Das ist das Einzige, was ich jetzt auch noch machen muss. Weil der Tank ist jetzt fast leer. Ja. Ja, cool. Also wir kamen jetzt gerade von der 17. Etage. Schon hoch, wirklich 17. Und Etage. Ist schon echt hoch, ne? Vorletzte. Und wir sind natürlich Fahrstuhl runtergefahren. Fahrstuhlfahren an sich, ich vermisse das ja, dass wir zu Hause keinen Fahrstuhl haben. Aber von der 17. Wir haben 2 Minuten oben gewartet, bis der Fahrstuhl oben war. Das war Punkt 1, wo ich schon dachte so, ja, okay, 2 Minuten jeden Morgen extra ist schon irgendwie Matsch, ne? Zum Runterfahren und dann später auch wieder zum Hochfahren. Ja, und dann kam der irgendwann und dann hielt er quasi fast in jeder Etage, weil der irgendeinen Depp draufgedrückt hatte und dann ist der offensichtlich aber mit der anderen Seite dann schon gefahren. Also er hielt wirklich fast in jeder Etage und das Ultra-Cringe-Ding war jetzt, also ihr könnt euch vorstellen, 17. Etage bis runter und fast in jeder Etage hält der. Keiner will einsteigen oder aussteigen, ja. Steht auch keiner davor. Steht auch keiner davor, ist wirklich leer, die sind mit der anderen Seite gefahren. Und unten angekommen, das ist so ein Kinderwagen, 7 Leute stehen da und einer mit Hund auch noch vor den Briefkästen. Die stehen Schlange, um damit hochzufahren. Okay, also ich habe ja schon gesagt, ich würde halt nicht in ein Hochhaus einziehen, beziehungsweise nein, also wenn ich das schon wieder sehe, das hat ja jetzt über 5 Minuten gedauert, Ossock. Ja, das macht einen halt dann geistig fertig, sage ich mal ganz klar. Und das halt jeden Tag, das muss man ja bedenken, jeden Tag halt. Weil ich fahre jetzt Autobahn, ich fahre jetzt nicht nochmal durch die Stadt, das geht schneller. Ja, aber Autobahntank ist die nicht teurer? Nee, für tanken vorne Ahrensfeld in der Stadt. Okay, ja. Also ich wollte sagen, also der Fahrstuhl hat mich komplett irre gemacht. Könnt ihr das nachvollziehen? Nee, ja. Aber der Ausflug ist natürlich schöner von der 17. Ne? Weil so, ich, ja, aber der Fahrstuhl, wenn der mal ausfällt, hast du richtig gelitten. Dann ist vorbei, Alter. Dann ist, ja. Na und Umzug und so kannst du ja auch alles verlieren. Ja, genau, das haben wir auch. Mond. Weil, naja, also ich meine, so eine Waschmaschine kriegst du zwar rein in den Fahrstuhl, aber so ein Packschrank, so wie wir es haben, geht nicht rein. Und ich sag zu Ossock, naja klar, wenn der nicht aufgebaut ist, aber Ossock hat recht. Die hat eine Länge von 2,60 Meter hoch. Genau. Der Fahrstuhl ist aber nur 2,30 Meter groß. Ja, das passt nicht mal schräg, wenn ihr versteht, was ich meine. Also so Packschrank ist nicht möglich. Und das sind halt alles so Sachen, nee, ich wohne persönlich lieber im Erdgeschoss, gar keine Treppen, fertig, aus. Und so ein Fahrstuhl verteuert ja die Miete ja auch, ne? So ein Fahrstuhl hat unfassbar viele Wartungskosten. Das heißt, besser in einem Haus einziehen ohne Fahrstuhl und dann halt Erdgeschoss. Ja. Oder erste Etage von mir aus. Ja, also Hochparterre ist so der Traum. Oder so, das wäre mein Träumchen. So, wir wohnen jetzt in der 2. Etage. Ja, wir haben damals auch dringend eine Wohnung gesucht, aber... Na, die Erdgeschosswohnung wurde ja an jemand anders verhauen, ey. Das ja, ist ja auch egal. Ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema. Ach. Ja, jedenfalls, das wollte ich noch erzählen. Deswegen mag ich keine Hochhäuser. So. Und ja, wir sehen uns später zum Tschüss sagen. Wenn der eBay Kleinanzeigenmann gekommen ist, dann kriegt ihr dann noch ein Update. Wir sind wieder zu Hause angekommen. Wir waren pünktlich da, aber die eBay Kleinanzeigen-Dame, die war nicht pünktlich da. Die hat uns einfach versetzt. Könnte aber auch eventuell an den Sachen liegen, die wir vorhin erwähnt hatten mit den Pokalgläsern. Ja, Ossock schreibt sie jetzt nochmal an. Mal schauen, ob sie antwortet, weil sie wollte eigentlich schon vor ein paar Tagen kommen und hatte den Termin nach hinten verschoben. Und manche Leute sind einfach, ja, die haben so ein unzuverlässiges Wesen. Also wenn ihr wisst, was ich meine. Manchmal, da lohnt es sich nochmal nachzuhorchen bei eBay Kleinanzeigen, dann kommen die doch noch. Na, also, naja, wir horchen da mal nach. Ich hatte gerade schon mein anderes Video. Und mir ist aufgefallen, ja, ich habe zwar das ganze Video lang über Kaufland gemeckert, aber ich habe gesagt, dass ich euch gerne die Tassen zeigen wollen würde. Und das habe ich einfach nicht gemacht, weil ich ein faules Stück bin. Und das mache ich nämlich jetzt. Das sind diese neuen McCafé-Tassen, die es seit im Januar jetzt gibt. Und die schauen so aus und ich finde die süß. Das sind Weihnachtstassen. Jetzt kriegen wir Licht. Ja, ich muss mein Ding rein. Das ist hier Barista Mister. Ja, und die sind auch noch. Ich hätte gesagt, ich muss mein Ding da reinstecken, damit dir das Licht angeht. Wir haben hier All I Want is Coffee. Dö. Ja, genau. Ignorieren Sie auch meine dummen Sprüche. Ich ignoriere Ihre dummen Sprüche, Ossock.
Wir haben vor Ort geschaut natürlich, also im McDonald's drinne, ob die Tassen alle heile sind, weil das ist wohl der Ultra-Tipp. Maricino, weil die sehr oft wohl kaputt sind in der Verpackung durch Lieferung und so weiter und so fort. Ne? Da hat uns meine Verkäuferin darauf aufmerksam gemacht, dass man sich die leicht angucken sollte. Und was haben wir hier? Milchschaumkönigin. Und ja, hier passt richtig, richtig viel rein. Wir haben jetzt schon mehrere Tassen davon. Wir haben auch einmal so eine Hilfeparodie gedreht mit dem Mädchen, was so blöd war, aus Gefäßen zu trinken. Oh nein, ist das peinlich. Aus ihrer Hand getrunken hat. Ist das überpeinlich. Oh, ja, du bist das Mädchen. Und ja, wir hätten mal wieder Bock, so eine McDonald's, also muss ja nicht McDonald's sein, aber so eine Hilfeparodie zu drehen. Und bis jetzt hatten wir das immer im Zusammenhang irgendwie gemacht mit McDonald's-Merch. Und ja, wir können halt, also wir hätten schon Bock, eine neue Hilfe-Folge zu drehen oder ein anderes Format, so ein, was man halt so für Horne-People, sage ich mal. Also muss jetzt nicht Hilfe mehr sein, kann auch Dinner-Date mitten, sein. Mitten hatten wir im Leben. Ja, aber wenn da immer nur Tassen kommen, ja, da gehen uns halt auch die Ideen aus. Die kleine Mira möchte unbedingt ihre Schokoküsse haben, aber hat kein Geld, also klaut sie. Das, ich möchte anmerken, bei diesen Videoformaten, da schäme ich mich immer besonders krass. Das ist übertrieben schlimm. Ja. Aber meine Füße stinken, haben sich 12.000 Leute angeschaut. Ja, das war ja auch ein mega gutes Video, ja. Ich krieg manchmal so Instagram-Nachrichten, ob meine Füße denn immer noch stinken würden. Und dann frage ich mich immer, ob die Leute. Also, weil Hilf mir ist ja zum Beispiel auch so ein geskriptetes Format. Also ich hoffe immer, dass das auch jeder weiß, dass das nicht die Realität ist. Ich meine, natürlich gibt es die Leute und die Wohnungen, die gibt es halt auch schon. Aber so diese ganz schlimmen Szenen, wo man sich immer fremdschämt, was ich halt auch besonders gerne selber schaue, die sind halt alle geskriptet und gespielt halt einfach. Und mich schreiben halt Leute an, als ob sie nicht wüssten, dass ich das nur gespielt hätte, wenn ihr versteht, was ich meine. Die fragen dann nach, ob meine Füße immer noch stinken würden und das Video ist 3 Jahre alt. Der eine wollte doch auch von dir getragene Socken haben oder sowas. Da gab's die. Ja, ganz, das sind die ganz schlimmen Fußfetischisten. Genau, die Fußfetischisten wollen von der Mira getragene Socken haben. Ja, ist immer. Ich habe das aber auch in die. Also, es steht im Titel auch Parodie drauf, ne? Und in der Beschreibung steht es auch nochmal. Naja, okay. Das war es dann jetzt auf jeden Fall mit meinem Video. Wir sind enttäuscht wegen eBay Kleinanzeigen. Und ja, wenn euch der Vlog aber trotzdem gefallen hat oder ihr ein Mitleids-Abo uns geben möchtet, da werden wir euch natürlich sehr verbunden. Da würden wir uns drüber freuen. Ist auch kostenlos. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.